Rauchen beeinträchtigt Mensch und Umwelt. Abgesehen von der Verschmutzung der Städte und Meere hat Tabakkonsum auch auf die Wälder direkte Auswirkungen. Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen lösen immer wieder Waldbrände aus. Wie beispielsweise 2003 in Kanada, als wegen einer Zigarette 26.000 Hektar, das entspricht rund 37 Fußballfeldern, abgebrannt sind. Auch der Tabakanbau schadet dem Wald sehr, denn für die Auftrocknung der Tabakblätter werden große Mengen des Waldes abgeholzt. Zur Trocknung von 1 Kilogramm Rohtabak benötigt man 9 Kilogramm Feuerholz. Die kontinuierliche Abholzung führt zur Wüstenbildung und somit zu einem Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Aufgrund des in Monokultur angelegten Tabakanbaus leiden die Böden unter gravierenden Schäden wie Nährstoffverlust, einem sinkenden Grundwasserspiegel und Erosion. Durch die Erosionen sinkt die Fähigkeit des Untergrunds, Wasser zu binden. Der Nährstoffverlust des Bodens zieht einen hohen Bedarf an chemischem Dünger mit sich. Pestizide wie Wachstumsregulatoren, Unkrautvernichter und Insektizide führen zu einer Belastung des Grundwassers, des Bodens und der umliegenden Gewässer. Dies wiederum hat negative Auswirkungen auf die Ernteerträge von Lebensmittelpflanzen im Umland. Es gefährdet auch das Wohlergehen der Tiere und Menschen vor Ort, tötet nützliche Insekten oder verursacht Krankheiten unter ihnen. All diese Aspekte ziehen einen dramatischen Verlust im Pflanzen- und Tierreich nach sich. Der Konsum von Tabak ist nicht nur schlecht für den Menschen, sondern auch für unsere Umwelt.